Vom. Moin Gersania, hoffe euch geht's gut. Popsapfelauf, kleine Einspieler für euch. Und was haben wir denn hier Feines? Wir haben eine Evil-Gesser-Runde mit der guten Jibori und eine Cleaner-Runde mit Tim Horus. Ja, da ist sehr viel passiert. Mehr will ich allerdings nicht sagen. Und Leute, schaut euch das Video an, das ist absoluter Banger. Falls ihr das Video im Übrigen abgeholt habt, würde ich mich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Haut rein, Kinders. Peace! Oh, der Arme. Oh je. Yeah. Ich darf nicht Timmy umhauen. Jetzt kann er seine Geschichte nie wieder erzählen. So, das hat er jetzt davon. Ab zu also den Brezeln. Für den Kill kann ich Tim Horus rausnehmen und Person Nummer 2 war Baso an Licht? Ja, genau, ich war auch an Licht und bin oben dann an die Kabel über Security. Tim Horus und Baso haben den Kill auf Oboja nicht gemacht. Super. Das ist ja auch oben links, ne? Wunderbar. Hahn auch nicht und der hinter mir war auch nicht. Wo ist denn die Leiche? Ja, das war ich. Der Kill liegt, und Hahn auch nicht. Der Kill liegt links von Office, rechts unter Weapons, also wirklich am Fenster fast. Der hat wahrscheinlich dann die Labyrinthentask gemacht. Am Fenster? Okay, ja, dann kann ich Jibo wirklich rausnehmen. Wie alt ist der Kill? Ja, relativ, also relativ frisch, ne? Das, die Runde ging ja nicht so lang. Ja, dann nehme ich Jibo raus. Okay. Ich nehme Tim mit und Han raus. Ist Imposter? Nee. Han müsste mich auch rausnehmen. Ja, ja. Ich versteck mich. F ist Imposter, Freunde. Du kannst von O2 Jiburi, oder? Das würde nicht in der ersten Frage. Von O2 sag ich schon, von Electric. Electric, meine ich ja. Da waren ganz viele Leute, glaube ich. Ich kann Jiburi, Parzival, Jeff rausnehmen. Baso war links oben auch Electrical und Tim Horus war, glaube ich, auch links, ne? Ich war Download machen, ja, nachdem ich das Light gefixt habe. Tim Horus ist safe. Ja, stimmt, ja. Das sind mir zu viele Leute, die sich safen können. Ja, ist, ja. Wir sind alles Imposter. Okay. Also, das ist ja normal eh so, dass viele Leute mal nach links laufen, direkt vor allem, wenn Licht ausgeht. Also, wer ist denn runtergesprintet? Tim, bist du am Anfang einfach runtergelaufen? Nee. Wo bist du hin? Ich war kurz im Lab, hab meine Raketentask gemacht. Raus. Ja. Ihr wart beide Lab, ja? Du nimmst Tim mit raus. Warte, du warst. Warte, was? Achso, aber der war ja frisch, der Kill. Ja, Timmit. Hä, ja, ja. Timmit, bist du wirklich mit mir runtergelaufen dann? Ja, ja. Also, ich weiß es gar nicht, ne? Aber Timmit ist der Einzige, der sagt, der ist mir hinterhergelaufen. Ja, ich war hinter dir. Ja, bin ich auch, deswegen wundert es mich gerade. Aber er kann ja am Anfang im Lab gewesen sein und dann rübergelaufen, oder? Aber so lange geht doch die Runde nicht. Doch, doch. Also, ich hab Timmit jetzt aber auch nicht gesehen. Dann würden aber nur Franz, Vlesk und Chantao bleiben, ne? Ich hab mich versteckt und Chantao nimmt hier 3 Leute raus. Nee, 2. Tim Horus und Baso. Ja, und dich dann damit, aber ja. Genau. Mhm. Ja, und ich hab mich versteckt. Also aus meiner POV, ich hab den Kill nicht gemacht. POV. 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 Also da stimmt doch was mit Jibube und Timmit nicht, weil die Runde geht also nicht so lang. Ich bin runtergelaufen. Hahn kann ich safe proven, aber Timmit, irgendjemand ist mir hinterher. Timmit habe ich halt auch nicht gesehen. Hat. Timmit war auch, glaube ich, nicht in der Tour, oder nicht? Hä? Oh je. Bist du mit dem zweiten Lip? Okay.
Parzival liegt links auf Camps. Vorher haben die Camps geleuchtet, war ja wahrscheinlich Parzi dran, ja. Baso war auf Vitals vorher mit mir. Hm. Die nehme ich also raus für den Kill. Danke. Wer ist denn Specimen? Wer ist denn Specimen? Kann das sein? Hans. Die kann den Kill auch nicht gemacht haben, also Baso war es auf jeden Fall nicht. Danke. Ja. Okay. Wer ist denn Specimen? Ich glaube, der ist das Kill der Killer, dann melde ich mich. Was? Hm? Wenn es der Killer ist, dann melde ich mich, dass ich und Chantau ein Specimen sind. Ah, nee, Chantau ist gerade raus und du bist ein Specimen? Okay, Chantau. Ja, der Kill ist aber so 10 Sekunden alt, Mikrofon ist ne? kaputt. Nee, der ist schon länger. Tim Horus ist schon in Lifeline. Han und Fless waren in Comms, aber es war nur ein Punkt da, als Parzival tot war und ich an Admin gelaufen bin. Ja, heißt also, der zuletzt reingekommen ist, ist potenziell der Killer. Ja, Fless ist gerade reingekommen, aber ich kann ja, also das finde ich jetzt ein bisschen schwach, er kann ja einfach Aufgaben gemacht haben und dann reingekommen sein. Ja, aber alle anderen waren halt auf der rechten Seite, es waren nur 3 Punkte links. Problem ist, der Kill ist älter als 20 Sekunden. Tim Boris und ich sind die ganze Zeit in der Lifeline. Flesk, wann waren wir in Comms? Yep. Ungefähr, weißt du was? Deswegen finde ich das komisch, dass gesagt wird, Baso ist an Lifeline mit. Nee, ich war mit Terster an der Lifeline vor 15, 20 Sekunden oder so. Also das jetzt kann nicht mehr. Das war bitte Flesk. Also wen hast du im Lab gesehen? Genau? Leute, lass mal bitte Flesk sehen. Keine Ahnung. Flesk? Ich bin doch unten rausgekommen, Terster. Ja, wer war da im Lab, als du unten rauskamst? Also wer war da noch im Lab rechts oben? Ich glaube, da war... Oh, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, da war keiner mehr. Ich war die ganze Leute im Specimen. Da waren Franz, Tim Horus und... Chantau und Timmel. Chantau und dann später Specimen. Also es waren sehr viele Leute im Specimen, aber nicht im Labor-Task. Also ich will ganz kurz sagen, wenn der Kill 20 Sekunden alt ist, ich war in der Upload-Task, dann stand Flesk neben mir. Aber ich meine ziemlich sicher, dass er genau in diesem Zeitraum, wenn der Kill da passiert ist, schon bei mir war. Deswegen, ich glaube eher, dass das einer Openfield ist. Wäre halt schön, wenn er was sagt. Das könnte aber auch Chantau als Warlock sein, oder? Weil Chantau stand relativ lange an seinen Simon Says Task. Also das, was Hahn sagt, stimmt übrigens nicht. Es war ein Punkt in Comms, ja, als Parzival tot war. Keine. Ja, aber ich war noch davor und Hahn war als erster in Comms. Ja, das ist fein, aber dann stimmt ja die Aussage von Hahn nicht, dass du dran warst, als der Kill gefallen sein soll. Ihr habt gesagt, dass er 20 Sekunden alt ist. Und da war er bei mir ungefähr. Doch. Was ist das denn jetzt? Dafür werde ich accused? Mein Mikrofon scheißt im Übrigen übel rein. Jibu darf aber auch gerne Kills machen, ne? Gerade? Herr Parzi ist tot. Wieder Chantal. Schon wieder davor. Parzi ist tot. Was habe ich gerade gesehen? Ich habe irgendeine Person gesehen, die ähnlich wie Parzi aussieht. Da ich stehe mit dir. Ich bin gerade an den Reagenzgastisch hingelaufen, während Lights Out, und ich habe den Kill gesehen. Die Person ist runtergelaufen Richtung Vent, deswegen bin ich runtergedriftet. Und dann kamst du aus Tricon raus, oder nicht? Oder wo kommst du her? Boah, keine Ahnung, ich bin im Lab rumgelaufen, dann hatte ich, als ich gerade Richtung Lower Decon, Upper Decon laufen wollte, habe ich einen Report bekommen, dachte mir so, bin da oben gelaufen und da standst du zusammen mit der Leiche von Terste. Deswegen macht es auch vielleicht Sinn, dass er doch der Warlock war, der Runde davor, wenn der Kill älter war, weil standest da echt lange an. Du hast gerade keine Person da runterlaufen sehen, flässt du dir in deine Richtung? Nee, da ist niemand gelaufen, also ich habe da niemanden gesehen. Warum aber wo denkst, soll der Killer dann hin sein? Ja, das war mir auch nicht. Ja, aber guck mal, Terste und Parzi sind jetzt. Nee, Parzi ist letzte Runde tot, ne? Parzi war also, letzte ja, Runde. Ja, sorry. Also das Problem ist ja, entweder Chantau hat hier einen Self-Report gemacht oder Wes hat den Kill gemacht, oder nicht? Oder der Imposter ist links in den Vent vorbeigehuscht, als Wes da vorbeigelaufen war. Chantau weiß, dass ich den Kill nicht gemacht habe. Weil als er mit Terste in den Reagenzgläsern war, bin ich schon da unten weggelaufen und ich kam zurück, als die Leiche schon auf dem Boden lag. Sprich, Chantau müsste mich rausnehmen können, vor allem wenn er sagt, da ist noch jemand gewesen. Hat er nicht gesagt. Oh, ich hab doch gerade gesagt, dass jemand runtergelaufen ist. Doch, genau das hat er gerade gesagt. Das kannst du aber als Imposter sagen. Aber das muss ja... Oh, das kann man auch einfach als Crewman sagen, weil es so war. Okay. Also entweder Chantau den Kill gemacht oder er hat halt den Killer gesehen. Aber guck mal, das Problem mit, da ist jemand runtergelaufen, ist ja, dass Flesk den dann gesehen haben müsste. Außer es war Flesk selbst. Flesk kam von rechts von der Wand.
Mhm. Und das wiederhole ich nochmal. Chantau müsste wissen, dass ich den Kill nicht gemacht habe. Und er hat noch eine andere Person gesehen. Er wusste aber, dass ich davor schon nach unten weggelaufen bin. Sprich, entweder Chantau lügt. Und hast du die andere Person dann nicht gesehen, Blesk? Da war niemand. Das ist ja meine Frage. Ja, aber dann, aber Chantau hat doch gesagt, da war gesehen. Also einer von euch beiden muss ja lügen. Chantau, das ist ja das, was ich gesagt habe. Dass Chantau vielleicht lügt. Ja, dann ist es Chantau. Chantau, hast du... Nee, oder da ist wirklich eine dritte Person. Chantau! Ist derjenige, den du als Parsifal identifiziert hast, ist der Flesk oder ist das die dritte Person? Ich denke, es ist die dritte Person. Ich denke nicht, dass es Flesk war. Mhm. Dann wäre es ja dann Djibouri am nächsten, oder nicht? Ja, dann müsste Flesk den noch... Junge, was ist denn mit Franz los? Holy shit! Hallo, warum mehr? Ja, die hat gerade gebackt. Ja, ist so CT6. Ja, ich bring jetzt aber trotzdem Franz um. Ich meine, der liegt ja richtig, aber das ist so random. Das ist insane. Er ist derjenige im Office. Damit. Eine Frage an der Anna Kemba. Wer ich war Anna Kem. Hast du gesehen, dass Flash aus Lab rausgelaufen ist? Aber ich habe eine Frage doch, eigentlich. Doch, jetzt. Ist er, 100%. Er ist durch mich durchgelaufen. Ich habe gesehen, dass Flash aus Lab rausgelaufen ist, weil ich da reingelaufen bin. Ja, same. Okay. Bist du in die Leiche? Oh, Flash ist ja tot. Der liegt am Admin-Table. Okay, ist schon Mathea. Das war kurz bevor Licht ausgegangen ist. Jeff, du warst in Lab und du hast so komisch rumgezappelt. Was hast du da gemacht? Ich musste warten, bis die Tür wieder aufgeht, weil ich erst reingelaufen bin wegen der Kabeltast und musste dann wieder raus wegen Kabel. Ich musste warten. Und ich habe gesehen, dass die Cam an ist, deswegen habe ich gewackelt, sodass du siehst, dass ich mich bewege. Ja, okay. Admin-Table. Ich würde behaupten, dass sie 10 Sekunden plus minus ist. Das war die letzte. Kann sich doch gerade richtig viele rausnehmen, wieder Hahn, Jeff. Ja, aber es ist nur meine Info. Nein, ich kann ja auch lügen. Ich weiß ja nicht. Moment. Und ich kann sich eigentlich rausnehmen. Ich weiß ja. Also ich würde Moritz rausnehmen auf jeden Fall. Ich will ja nicht. Ich nehme ihn da nicht raus, weil ich weiß ja nicht, wie alt der Kill ist. Hm. Ach so. Weil ich habe ihn ja noch im Lab gesehen. Er hat die Kabeltast gemacht auf der Toilette, ist dann losgelaufen raus. Deswegen wusste ich ja, dass, wo ich dann zur Lifeline gelaufen bin, dass er tot ist, dass er irgendwo wahrscheinlich da in der Nähe sein muss. Und deswegen bin ich dann halt Admin-Table und der Lager dann. Aber ich würde jetzt trotzdem Chantau rausvoten, weil sonst dreht sich Flesk ja um, wenn er gerade uns die Info gibt, dass da niemand war. Und dann, keine Ahnung. Also das war ja 100% Flesk oder Chantau. Oder es hat ein Sheriff geschossen? Nein, das war Lights Out. Nee, das war Lights Out. Der Imposter, warum ist das Smarte mit? Naja, das Problem ist, Shanti, dass das vorher halt so ein quasi 50-50 zwischen euch beiden war und jetzt ist Flesk tot. Nein, wir haben beide nicht auf uns gegenseitig geschossen. Aber Flesk hat auch gesagt, das stimmt schon, als ich das gesagt habe mit dem, das ist ja, also es muss ja einer von euch beiden sein. Ich habe ziemliche Tribune. Nein, hat er gelogen auf jeden Fall. Nein. Ihr habt mir nicht zugehört. Ich habe alle Runden Alibi. Ich skippe. Die Leiche ist umgefallen. Der Imposter ist nach links unten gelaufen und ich bin ihm hinterhergelaufen. Und da ist Flesk gerade durch mich durchgekommen. Aber von unten. Leute, ihr habt noch zwei Imposter drin. Ja. Was jemand hat. Ich bin ein normaler Crewmate. Jemand hat oben einen Sneaky Kill während Lights Out gemacht und es hat uns outmoved. Aber ich kann das trotzdem. Also, irgendjemand hat mich. Moin, Gernhard Reinholzen. Wie ist es dich?
Leute. Was? Zwei Leute liegen einmal im Office, Alter. Ja, ja, die waren Lover, glaube ich. Jiburi, wo warst du gerade? Hast du das gerade? Ich war rechts an der Lavatas. Okay, aber Hahn, da waren richtig viele. Ich bin jetzt in Electrical. Ja, Franz? Pass auf. Demoros? Ich bin gerade in Lab eingeschlossen. Nee, kann auch nicht sein. Wie ist das passiert? Hat er das gesagt? Franz, das passiert? Ich bin nach oben gegangen. Jiburi war rechts an der Lavatas. Temoris ist noch rechts mit mir mitgelaufen. Anscheinend dann zurück in den Admin. Ich bin Scheiße. Oben rein. Die Türen gehen gerade zu. In mit Office habe ich zurückgelassen. Jeff, Timid und Baso. Bist du alleine, Franz, gerade oben? Ich habe sonst niemanden gesehen. Okay. Können wir? Also was ich mir vorstellen kann, ich habe die Leichen auch gesehen. Pass auf, die lagen nebeneinander. Die sind auch umgefallen, glaube ich, gleichzeitig. Ich habe leider nicht so viel gesehen. Licht war aus. Und ich kann mir vorstellen... Das Hahn ist hier... Nee, ich glaube... Jiburi hier im Urlaub? Ja. Oder was ja, meinst du? Ja. Andere Sache. Erste Runde. Jiburi hat mich vielleicht gewarlockt und ich habe Jeff getötet. Lass mich ganz kurz 10 Sekunden haben. Erste Runde. Timid und Jibu haben sich anscheinend ein Alibi gegeben. Bin der Einzige, der gesagt hat, ich habe nur Jibu am Ende gesehen. Sie hat so direkt am Anfang gesagt, ich kann Hahn rausnehmen, wo ich mir denke, hä, du bist gerade erst gejoint. Wo ich noch nicht mal wusste, wie alt der Kill ist. Also für mich ist 100% einer von beiden entweder Jiburi oder Timid. Und der andere, I don't know. Aber ich war doch mit dir in der Müllhaus. Ja, aber du hast halt auch instant halt mir ein Alibi gegeben, obwohl ich noch nicht mal den Timestamp hatte von der Leiche und auch nicht wusste, wo die ist. Nein, jemand hat gesagt, dass Temoris, du musst jetzt snitchen, ansonsten verlieren wir das Ding. Was hast du gewartet? Hä? Also, ich will jetzt hier Timid oder Jiburi voten, ich gehe für die Mehrheit. Also Timid kann ich erste Runde, wie gesagt, kann ich kein Alibi geben. Ich habe nur gesagt, dass jemand hinter mir gelaufen ist. Und Timid hat gesagt, ja, das war ich. Aber kein anderer hat sich geäußert. Jiburi. Also bin ich mir sicher, dass das Timid ist eigentlich. Und als Franz meinte, voten, ich hätte diesen anderen... Ich würde jetzt Timid voten, weil als Franz meinte... Ich gehe mit der Mehrheit. Einer von beiden fliegt. Weil Hahn kann ich auch. Franz, sag was. Nein, Hahn, wen würdest du voten? Ich bin zwischen Jiburi und Timid. Ja, ich ja auch. Dann lass Timid. Aber ja. Ich verstehe nicht. Okay. Oder ist Hahn und Franz Imposter und deswegen haben die jetzt gewonnen? Nee. Nicht? Tim Horus und wen hast du nicht? Ja, aber wenn der ist Imposter jetzt... Hä? Ja. GG? Ja, GG. So ein Ding. Ach, Mann. Oh, ich dachte gerade, als du mich noch beschuldigt hast. Ja, um Alibi aufzubauen, hat doch geklappt. Warst du Warlock, Jiburi? Ja, ich war Warlock. Scheiße. Leute, Runde 2, let's go. Oh. Oh, Baby. Junge, wenn ich Imposter werde, dann mit Team Eris. Ich will mich erklären. Oh mein Gott! Oh, ja, okay, dann war das Lava. Drei Leute. Ja, ich war gerade in Lab und da war ich an dieser Punkt-Task weggelaufen, also Reagenzgläser, weggelaufen, auf einmal kippt Oberbayer um. Dann bin ich zurückgelaufen. Chantal kam gerade aus Bissemann. Aber ich weiß nicht. Das war wahrscheinlich der Lava. Also alle drei Kills sind, ja, also wo kommt's? Noch an war, also dass noch nicht sabotiert wurde, war noch keiner tot. Also die Kills sind alle jetzt unmittelbar beim Comms-Sabotage gestorben. Dann kann ich schon Tau rausnehmen. Sogar schon Warlock. Lifeline, den könnte ich auch rausnehmen. Ja. Also Jeff ist unten in O2 gestorben gerade, aber der kann halt Lava gewesen sein, ne? Baso, Parzi, Terste und Jeff waren gerade in O2 zusammen. Da ist es soweit richtig. Ich bin rausgelaufen zum Comms-Fix. Parzi stand unten in den Wasserrädern. Genau, ich bin hoch gerade auch losgelaufen. Timid war sehr lange in Office. Am Anfang war der sehr lange in Office und dann muss er nach links weggegangen sein, glaube ich.
Weil ich bin dann ins Specimen rein. Der stand doch mit mir an Admin. Hast du dort den noch gesehen? Dort liegt er auf jeden Fall nicht. Ich bin gerade aus Lower Decon raus. Okay. Also Timid sollte irgendwo links liegen. Vielleicht bei Communications oder Weapons. Nee. Nee? Mhm. Denke nicht. Also wahrscheinlich. Also Oberbayer, wie gesagt, ich denke, er war Lover. Und der Lover von ihm müssten halt wirklich eine Sekunde alt sein oder zwei, weil ich habe schnell reportet, weil dann Chantao kam und ich nicht wollte, dass, keine Ahnung. Ja, Chantao ist auf jeden Fall safe. Passiert. Wenn er bei dir oben ist, dann kann er auf dem Weg auch keinen Warlock-Kill gemacht haben. Jibo, ganz kurz, Oberbayer ist also einfach umgefallen. Ich will ganz kurz was sagen. Also ich bin jetzt gerade da, wo du den Kill vermutest, das war Franz. Und Timid war nicht links beim Office, 100 pro nicht. Also da bin ich bin jetzt gerade... Ich hatte das gesagt, dass er irgendwo links raus ist. Ja, oder du. Auf jeden Fall, ich bin da gerade und da liegt er nicht. Ich gucke in der nächsten Runde nach. Oberbayer und Jiburi waren ja zusammen in Office, richtig? Dann sind wir hoch in Lab gesagt, die ist Lab? Nee, ich war mit Timid an Admin. Ich bin Specimen rein, da habe ich Franz getroffen. Franz kam von Lab, ich bin hoch und Jiburi hat die Leiche reportet. Han, hast du alle drei tot gesehen? Ja, aber Oberbayer war ja mit Jiburi. Ich habe niemanden tot gesehen, erst beim Report. Lifeline. Ja. Und dann im Lab oben, ja. Ja, doch, okay. Ich war in der Cam, ich habe ja beide gesehen. Doch, ja, doch, ich dachte, das war eine Frage, okay. Ich könnte ein Problem haben. Was ist denn, wenn Tim Horus da getötet hat? Linke Seite. Jiburi liegt an Camps. Jiburi ist potenziell etwas über 5 Sekunden alt. Chantao hat den Kill sehr wahrscheinlich nicht gemacht, weil die Kameras dann ausgingen, als Chantao nach unten zum Office gelaufen ist und ich zu Electrical. Baso hat den Kill auch nicht gemacht. Ich bin gerade erst reingelaufen, Electrical Party auch nicht. Er stand im Labor. Bist du noch im Office? Ich bin noch an Vitals, ja. Ich habe aber die Camps noch leuchten sehen vor 5 Sekunden ungefähr, ne? Franz, ja, sag ich doch. Franz. Der erste war an Lifeline, deswegen könnte ich ihn rausnehmen. Franz, ich habe ja... Achso, jetzt erzähl du mal so. Ich wollte dich fragen, was mit dir ist, Hahn. Du warst ja auch dabei im Electrical gerade. Ich bin jetzt gerade rein. Pass auf, ich habe dich, ich glaube, Freddy und Jiburi zurückgelassen. Ich bin rechts aus Electrical raus, wollte ins Office rein, dann ging Licht aus. Bin zurückgelaufen und irgendjemand hat mich gecrossed. Ich glaube, das war Flask, aber not sure. Bin dann hoch, dann hast du Licht gefixt, also Licht ging gerade ein, als ich reinkam. Und dann bist du zu Cam gelaufen und ja, dann reported. Bingo, ja. Chantao, hast du Hahn gesehen, wie er aus Office raus ist? Ich weiß, Licht war aus, aber bist du... Nee, Hahn, ich habe Hahn gesehen, wie er aus Electrical rausgelaufen ist. Und dann bin ich runter, dann ging Licht aus und Flask kam gerade aus Communications raus. Ja, da hat er vielleicht Hahn getroffen? Dann war das für Flask, ja. Aber ich war noch gar nicht in Office drin. Also ich wollte gerade rein, hab gemerkt, Licht geht aus und dann bin ich direkt wieder zurück. Also ich habe 3 in Electrical gesehen, einer auf Cams, 2 im Lab und einer Comms. 2 Lab waren Baso und ich davor auf jeden Fall. Kann auch keiner reingewendet sein, weil der Wind zu ist. Aber Electrical, Patsy. Ja, aber die Info sollte trotzdem, also vor 5 Sekunden warst du ja noch da, du bist ja gerade erst hingelaufen. Let's go bei uns da, also du warst das doch, oder? Dann kommst du, wo wir uns gecrossed haben. Wo warst du vorher? No2, und dann bin ich hochgelaufen. Bin aber nicht in die Cam rein, weil ich wusste, okay, sind eh so viele Leute in Natur, bin rechts raus und hab dann einen Upload gemacht. Woher wusstest du, dass da so viele Leute in Natur sind? Weil ich vorher in Natur war und da noch irgendeine Task gemacht habe. Ich weiß nicht mehr genau was, ich glaube Kabel. Ja, dann sind da war auch Hahn und da war Franz, hab ich da auch gesehen. Der ist auch raus, weil er war Lifeline, ich bin Admin rüber. Ja. So. Also ich glaube, Timoris ist Warlock, aber ich bin mir noch nicht komplett sicher. Aber das hier war sehr wahrscheinlich kein Warlock-Kill. Ja, Runde 1. Sonst hätte ja jemand anders von vorne lassen, Franz, der da reingelaufen ist gerade.
Ist Pasi Chicken? Ich gehe davon jetzt erstmal aus, ne? Hallo. Hallo. Er hat gerade Licht angemacht von euch? Das war ich. Warst alleine, Pazzi? Jo, Franz war vorher noch zusammen mit mir, Notu. Mhm. Ich habe Vles gefunden im Raum von der Lifeline. Ich habe nicht genau gesehen, wo er liegt. Vielleicht sogar an der Lifeline, weil das Licht da gerade noch aus war und es gerade erst wieder anging. Davor ist mir jemand im Flur entgegengelaufen. Ich habe aber nicht gesehen, wer es war, weil er mich mit dem Licht ausgedribbelt hat. Ich habe Hahn davor am Admin-Panel mit Resk alleine gelassen. Ich weiß nicht, wo Han dann hingegangen ist. Ich bin jetzt noch im Specimen. Ich bin gerade rein in der Lower Decon, um gerade ins Office reinzugehen. Ich habe aber Flesk mit dem Horus, meine ich, alleine gelassen. Und Chantau, glaube ich. Also waren zwei Leute Chantau noch da. Chantau ist safe. Nee, Chantau, ich war da nicht. Ich war oben. Wo hast du mich mit ihm zurückgelassen? Im Office. Ich war nicht in Office. Sich. Hahn? War Tim Horus in Office? Oder? Wo hast du mich bitte mit Flesk zurückgelassen? Also, du warst, glaube ich, an Lifeline und er war, glaube ich, an Admin. Ich kann mich jetzt aber auch irren. Sag mal, in der ersten Runde, Tim Horus, also, fährst du in der ersten Runde, wo wart ihr da? In der ersten Runde? Mhm. Ach du Scheiße. Weil ich bin mir ziemlich sicher, original drüber nachgedacht, als es hieß, ich bin Warlock, mit wem ich rumgerannt bin und was ich gemacht habe. Ich kann dir sagen, wo das war. Nee, pass auf. Ich habe gerade die Storage-Task gemacht, deswegen wundere ich mich nämlich, warum du mich mit Bless gesehen ich hast. Weiß, du warst nicht in Storage, Tim Horus. Pass auf, ich weiß, wo du warst. Wir waren an Lifeline, da waren auch alle am Leben. Dann sind wir links raus, beziehungsweise du warst vor mir. Und ja, dann kam der Report. Also der Anfang der Runde? Ja, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Erste Runde war ich in O2, da ist Bless von oben gekommen, Electrical, und ich bin nach oben gelaufen, Electrical. Ich weiß das. Also, ich glaube zu wissen, dass da eine Leiche lag. Na, Schnitte. Ja, und da weißt du nicht, aus welcher Runde. Da war Parzi und Baso waren Jeff, erste Runde. Mhm. Jeff, erste Runde, Franz. Aber der wurde da ja nicht reported, ne? Nee, der wurde nicht reported. Da wurde sich nur einmal komisch gefragt, warum Baso, Terste, Vlesk und ich da waren, beziehungsweise Vlesk und Camps waren und keiner was gesehen hat. Okay. Mhm. Ja, wir müssen zum Glück noch nicht warten, aber ich glaube, es sind Timoris und Terste. Ich bin mir aber nicht die sicher. Die Vibes habe ich auch. Franz hat keinen Sass auf mich? Okay. Echo, danke für deinen Resub im 9. Monat. Kuss! Was war sie da noch? Nee. Ist ein Labor. Oh. Drei im Labor.
Okay, Baso. Okay, ja. Ja, ihr könnt mich voten, ne? Oh mein Gott! Baso, du bist so gut. Baso hat gerade meine Boxermate umgehauen und ich habe ihn gecleant. Scheiße! Danke, Baso. Ich bin nicht sicher, ob ich auf Hahn oder Tim Horus schießen soll. Ich bin im Atmen mit Hahn und Tim Horus, schieße auf Tim Horus. Auf einmal ist die Leiche weg, Hahn steht daneben, ich stehe da und denke mir so, hä, was ist denn jetzt los? Ich denke mir so, wieso ist Baso da, aber Tim Horus nicht? Hä? Ich glaube tatsächlich, dass noch Pasi Jekyll ist. Hahn, das aber das war wunderschön, Hahn. Hahn, du hast 7 Votes, wir sind 6 Leute. Das war wunderschön. Nicht. Ja, also, nee. Auf eine besondere Art und Weise. Das ist doch gerade nicht passiert. Was ist das gerade?